Herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder ums Model 3. Das wird im Juni diesen Jahres 5 Jahre alt und ich habe tatsächlich 140.000 Kilometer auf dem Buckel. Und es ist der TÜV fällig. Und vielleicht erinnert ihr euch, als ich das erste Mal TÜV gemacht habe, das war so eine blöde Situation. Ich war gerade über diesen großen Stein drüber gefahren und der TÜV hat tatsächlich gesagt, nee, so funktioniert das nicht, die Lichter sind auch nicht richtig eingestellt und ich habe keinen TÜV gekriegt und ich muss das Auto erst reparieren. Deswegen habe ich mir dieses Mal gedacht, ich gehe auf jeden Fall auf Nummer sicher und check das Auto vorher mal gründlich durch. Ja, und ihr seht schon im Hintergrund, wo könnte man das besser tun als bei unseren Freunden bei Stegmann in Bad Dürrheim. Hallo Tobias. Und da ist der Dennis, den ihr natürlich auch schon kennt aus vielen Videos. Du hast mir gesagt, wenn ich TÜV machen will, dann soll ich doch vorher mal euren neuen Check-up machen. Wie sieht denn der aus? Genau, also, du bist ja nicht der Erste, der mit seinem Model 3 so ein bisschen Probleme oder mehr Aufwand hat beim TÜV, weil einfach Lenker ausgeschlagen sind, Bremsen verschlissen sind und man schaut einfach nicht danach. Das nennt Tesla geschmeidig Service on Demand. Ich habe noch nie einen Service gemacht, ich habe noch nie einen gebraucht, genau. Aber jetzt vom TÜV würde ich es dann doch gerne wissen. Und was macht ihr jetzt da? Genau, gerade wenn die Fahrzeuge älter sind, schauen wir nochmal genau das Fahrzeug an. Wir schauen einfach mal an, wie sieht es mit der Bremsflüssigkeit aus, ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wie sehen die Bremsen aus, wie sehen die Achsen aus und prüft natürlich auch die Lichteinstellung. Das so als die sicherheitsrelevanten Dinge. Und natürlich schauen wir auch mal nach den Scharnieren, dass die ein bisschen geschmiert werden, dass einfach alles ein bisschen geschmeidiger läuft. Das, was einfach bei einem Service gemacht werden sollte. Kurz bevor die Garantiezeit ablief, habe ich beim Owe mal so einen Check gemacht und da waren dann hinterher die Spurstangenköpfe und sowas ausgeschlagen auf Garantie und die Frage war, wie sieht das dann 50.000 Kilometer später wieder aus? Und das Zweite, was mich natürlich interessiert, ist, was ist mit den Bremsen? Da haben wir ja auch mal ein Video zu gemacht, die ja durch Nichtbenutzung auch so am Verrotten sind oder so einen leichten Rost haben. Genau. Wie sieht es damit jetzt aus und was wird der TÜV dazu sagen? Okay. Ich bin auch gespannt und ich würde sagen, wir schauen uns das an, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, auf geht's. Also der Dirk ist schon hier mittendran. Der schaut das Auto durch. Er ist unser Kfz-Meister hier vor Ort und kennt sich bestens mit Tesla aus. Und jetzt geht es zum Beispiel gerade um die Kennzeichenleuchten. Gerade wenn ihr ein älteres Model 3 habt, 4, 3, 5 Jahre alt, kann es sein, dass die Kennzeichenleuchten nicht richtig funktionieren, weil der Kabelstrang einen leichten Bruch hat. Und somit ist das ein Indiz, dass ihr einen neuen Kabelstrang bekommt. Ich habe bei meinen früheren Autos, wo ich ja regelmäßig Service hatte, 1 bis 2 Mal im Jahr, hatte ich, glaube ich, auf jeder Rechnung eine Kennzeichenbeleuchtung stehen. Und hier, glaube ich, ist sie immer noch intakt, auch nach 5 Jahren, oder? Die funktioniert noch. Es werden natürlich auch Schlösser und die Scharniere geschmiert. Okay. Das gehört einfach so ein bisschen zum Service dazu. Dann läuft es einfach ein bisschen einfacher und die Feuchtigkeit im Schloss wird verdrängt, sodass gerade im Winter, wenn vielleicht Feuchtigkeit reinkommt, das nicht zufrieren kann, sondern einfach alles ordentlich funktioniert. Ich meine, manche sagen ja zu Recht, dass diese Tesla-Türen so ein bisschen klingen wie so ein alter VW-Käfer. Ja. Jetzt batscht es noch besser, oder? Genau. Natürlich werden die Felgen, das Reifenprofil geprüft und auch wie der Reifen abläuft, ist ganz wichtig, weil zeigt uns vielleicht, dass irgendwas in der Achseinstellung nicht stimmt. Gell? Wenn man jetzt doch irgendwie ungeschickt über einen Bordstein rüberfährt oder ein blödes Schlagloch hat. Was mir ja normalerweise nicht passiert. Nein, Tobias passiert es nicht. Aber manchmal passiert es, dass es doch ein großes Schlagloch auf der Straße ist und sich dadurch eine Achseinstellung vielleicht leicht verschiebt. Und das heißt, okay, nachjustieren, die Achse nochmal richtig korrigiert, einstellen. Und dann hat man auch hier nicht nachhaltig Probleme mit schräg ablaufenden Reifen. Tobias, was haben wir jetzt? Wieder kein TÜV. Kein TÜV. Ha, unfassbar. Das ist wieder am Fahrgestell, oder? Ja, wieder an der Achse. Wenn ich sehe, was sie mit meinem Auto machen, dann muss ich mich erstmal hinsetzen und eine kleine Werbepause machen. Ich trinke ja normalerweise immer nur Wasser. Ich habe auch meine Kinder eigentlich nie Eistees oder solche Sachen trinken lassen mit so viel Zucker drin. Und jetzt hat mir Holy ein Probierpaket von ihren pulverbasierten Getränken geschickt. Das ist relativ simpel. Man nimmt einfach kaltes Wasser, rührt da das Pulver rein, schüttelt kräftig und schon ist es fertig. Kein Zucker. In so einem halben Liter sind unter 20 Kalorien drin. Und dann gibt es Drinks mit Energy, also mit koffeinhaltigen Elementen und natürlich welche mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Also wir haben eine ganze Menge von diesen Tees getestet und auch von den anderen Getränken und waren echt überrascht, weil die haben uns wirklich gut geschmeckt. Und bei mir ersetzt das jetzt zum Beispiel den Orangensaft, den ich normalerweise nach dem Rührei oder deftigen Frühstücken zu mir genommen habe.
Holy ist ein Startup aus Berlin, das finde ich auch ziemlich gut. Und die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind natürliche Inhaltsstoffe, steht natürlich auch überall drauf. Ashwagandha, Wurzelestrakt und Acerola-Saftpulver. Und diese pulverbasierten Getränke sparen natürlich jede Menge Verpackungsmüll und sind deswegen auch nachhaltiger, als wenn ihr die Kisten aus dem Supermarkt nach Hause schleppt. Mit dem dieser Dad-Code, den ich euch unten einblende, spart ihr außerdem nochmal 5 Euro, wenn ihr im Holy Online-Shop bestellt. Aber jetzt muss ich wieder weiterschauen, was mein Auto macht. Das ist... Ja, erzähl mal, was los. Hallo, komm mit. Ich komme hier nicht mehr her, das ist die schlechte Nachricht. Wir haben hier einen Achsschenkel. Und beim Durchprüfen der Achsteile hatte Dirk gerade festgestellt, dass am Achsschenkel ein oberes Unibohrlager ausgeschlagen ist. Das heißt, das Rad hat Spiel. Mit Spiel in der Achse bekommen wir leider kein TÜV. Das heißt jetzt, dieses Unibohrlager bzw. diesen Achsschenkel zu ersetzen. Wir haben festgestellt, links ist es ausschlaggebend, rechts ist es beginnend. Und da die Achsenmessung danach sowieso sein muss, macht man Sven dann komplett. Jetzt hat das Auto 2 Achsen, also kann vorne auch noch was kaputt sein. Ja, an der Achse vorne haben wir nichts gehört. Aber die Bremsen, Tobias, hat der Dirk gleich aufgeschrieben, sie sind jetzt nicht schlimm. Ich glaube, wir hatten das in dem Video schon mal, gell? Da hatten wir es mit dem Freibremsen probiert. Richtig, haben wir zusammen diesen Freibremstest gemacht, den ich euch hier oben nochmal verlinke. Aber leider sind sie nach wie vor eingelaufen. Der TÜV würde das jetzt, das Bremsbild quasi bemängeln. Und daher würden wir jetzt hier Bremsscheiben abdrehen, die Bremsbeläge prüfen. Ist jetzt keine Werbung oder so, aber es gibt von Optimal Bremsbeläge fürs Model 3. Die hatte ich auf meinem Performance drauf. Und mit denen war ich mega zufrieden. Einmal, weil sie sind etwas weicher, das heißt, der Verschleiß ist höher bei den Bremsbelägen. Okay. Aber seitdem hatte ich auf meiner Performance-Bremse keine Probleme mehr mit Einlaufen, über den ganzen Winter nicht. Und das hatte ich davor mit den Originalbremsbelägen eigentlich schon nach 10.000 bis 20.000 Kilometern wieder. Das heißt, dass du nicht häufiger gebremst hast als sonst, sondern dass es einfach, obwohl du nach wie vor volle Rekuperation genutzt hast, trotzdem nicht eingelaufen ist. Genau, also ich habe jetzt nicht extra Rekuperation immer ausgeschaltet und drauf geachtet, sondern ich bin ganz normal weitergefahren wie davor. Und das hat mich persönlich überrascht. Und daher würde ich eigentlich empfehlen, Bremsen abdrehen, einmal diese Optimalbremsbeläge drauf machen und dann war meine Erfahrung, dass man dann relativ gut Ruhe hat. Da wir ja die Räder sowieso unten haben, hat der Dirk festgestellt, das war vorher der vordere Reifen und da haben wir, wenn wir so rüber fahren, so ein ganz leichtes Sägezahnprofil. Ihr merkt es, wenn ihr nehmt die Hand und fahrt über euren Reifen so rüber, fühlt sich so leicht hubbelig an. Wir tauschen jetzt einfach die Reifen jetzt nicht diagonal, weil wir haben eine Laufrichtung. Das heißt, von der Hinterachse der Reifen kommt auf die Vorderachse und andersrum und so kriegen wir dann wieder etwas gleichmäßigeres Laufbild der Reifen hin. Jetzt haben wir gerade über die Bremsscheiben gesprochen. Wir haben ja damals diesen Brake-Burning-Tester gemacht oder Burnish. Und dabei hatten wir auch mal natürlich geschaut, wie die Bremsflüssigkeit ist, weil das sollte man ja auch ab und zu tun. Damals war die okay und das testet ihr jetzt auch nochmal, oder? Genau, das gehört einfach mit dazu. Soll auch geprüft werden laut Tesla alle 2 Jahre. Okay, ja. Und nach Bedarf gewechselt, so ist die Servicevorgabe. Habe ich jetzt noch nicht gemacht in den 5 Jahren. Genau, und jetzt hat der Dirk das gerade geprüft. Wir haben 1% Wasseranteil gehabt, 0% ist Optimalfall, ab 2% sollen wir tauschen, aber 1% nach 5 Jahren. Und man sieht ja auch, die ist ja ordentlich braun, oder? Ja, das stimmt. Ja. Das heißt, die wird braun, wenn sie... Die wird einfach braun auch durchs Alter, aber der Wasseranteil ist ja wichtig, weil wenn die Bremsflüssigkeit da nachher beim Bergabfahren mal richtig heiß wird, was bildet sich mit Wasser? Luft, ja. Und Luft im Bremssystem ist jedermanns Feind. Genau. Gut, dann haben wir das auch noch erledigt. Ja, so interessant heute. Ich lerne viel dazu, lerne auch viel über mein Auto. Ich habe immer gesagt, ich habe wenig Service bisher gehabt bei dem Auto. Ehrlichkeitshalber, nach 5 Jahren will ich ja auch mal eine Bilanz machen. Was kostet das Auto? Und dazu gehört ja auch, dass es hinterher nicht in einem halb kaputten Zustand da ist. Und ich sage immer, ich habe nie Service gemacht, sondern dass es auch wieder in Ordnung ist. Und deswegen ist es eigentlich, auch wenn es mir jetzt ein bisschen wehtut, gut, dass wir rausfinden, was nach 5 Jahren jetzt wieder alles zu reparieren ist. Natürlich gehört hier auch immer dazu, dass man im Service-Mode die Fehler checkt. Aktuell haben wir keinen vorhandenen Fehler, was uns ja sehr freut. Daran sieht man einfach, ob vielleicht auch vergangene Fehler sind, die vielleicht übersehen wurden. Wenn die Aero-Luftklappe zum Beispiel bei Model S oder X vorne, Model S vor allem, zu ist, dass dann die Fahrzeuge nicht mehr richtig Hochgeschwindigkeit zulassen, einfach weil sie die Wärme dann nicht abtransportiert bekommen. Und dann geht es einfach in so eine Art etwas Notprogramm im Hintergrund und gibt die Fehlermeldung raus, Luftklappe kaputt. Und solche Fehler findet man einfach, wenn man hier mal öfter drüber schaut. Was der alles weiß. Also kein TÜV, wieder kein TÜV. Aus welchen Gründen vor allem? Ich meine, ihr habt ja ein paar Sachen gemacht. Genau. Auf jeden Fall. Ihr habt Bremsflüssigkeit ersetzt und die Reifen ummontiert. Genau.
Aber es gibt Sachen, die wir so schnell nicht geregelt kriegen und die der TÜV monieren würde, nämlich? Genau, sagen wir so, der TÜV hat nicht geprüft, aber es gibt einfach Sachen. Wir haben jetzt den Achsschenkel hinten festgestellt, links war er stark ausgeschlagen, das Lager, ihr habt es gesehen, und rechts beginnend und die Bremse. Jetzt guckst du natürlich, und wir blenden das hier ein, was da die Kosten sind, und da gibt es zwei Varianten, entweder mit Originalteilen oder anders. Genau, oder? Also einmal schauen wir bei den Bremsen, werden wir uns so einig, du kriegst den Kostenvoranschlag dafür. Mhm. Wir tendieren eher zum Abdrehen. Einmal haben wir dann eine schönere Laufrichtung der Bremsscheibe, wie sie ist aufs Auto angepasst. Die Bremsscheibenrestdicke ist noch sehr ausreichend vorhanden. Mit etwas günstigeren Bremsbelägen, hat man auch schon angesprochen im Video. Und hinten beim Achsschenkel wäre die Original-Tesla-Variante, den Achsschenkel komplett zu ersetzen. Und wir schauen, ob es vielleicht sogar bessere Einpresslager gibt, die man einfach den Achsschenkel ausbauen, die Lager auspressen, einpressen, das bessere Lager und dann wieder verbauen, dann wäre dieser Fehler behoben. Wir müssen nicht ein komplettes Bauteil ersetzen, was eigentlich gar nichts hat, außer das, sagen wir so, 5 auf 5 cm großes Bauteil. Sehr gut, das habe ich euch eingeblendet, was das kostenmäßig ausmacht. Jetzt hatte ich ja dieses Thema mit dem Fahrgestell auch schon mal vor der Garantie. Da habe ich es nicht zahlen müssen, aber war natürlich trotzdem jetzt die Frage, ist es normal, dass sowas so früh kaputt geht? Und jetzt auch wieder was da dran ist, mal gut 140.000 Kilometer, woran könnte das liegen? Also die erste Vermutung ist einfach, wir haben ein Baujahr 2019. Ja. Das heißt, es ist einer der allerersten Model 3. Tesla hat natürlich dann schnell dazugelernt und erfahrungsgemäß weiß ich, dass wenn man dann jetzt einen Achsunfall hätte, sagt dann oft das Teilesystem von Tesla, wenn du links ersetzt, ersetzt rechts, weil einfach das Bauteil sich geändert hat. Also wir wissen, Tesla hat was an den Achsen getan, jetzt schon bei den Originalbauteilen. Und daher denke ich, dass in Zukunft diese Bauteile nicht mehr so anfällig sind, wie jetzt vielleicht bei den allerersten Model 3, wo 101 leider auch läuft. Und bei den Bremsen hat sich vielleicht sogar auch noch was getan, oder? In den 5 Jahren bei Tesla. Genau. Also ich denke auch, Dirk hat es vorher angesprochen gehabt, er hat gesagt, aber wenn jetzt neue Bremsscheiben kommen, fühlen sie sich etwas anders an. Auf jeden Fall für die anderen Modelle. Wir sehen es gerade bei Model Y, haben wir die Probleme gar nicht. So, also ein bisschen ein Early-Adopter-Problem, dass ich halt früh damit angefangen habe. Und die andere Frage ist natürlich, inwiefern wäre es jetzt bei einem anderen Auto dieser Qualität und Preisklasse anders nach 140.000 Kilometern? Würde da nicht auch irgendwann mal was fällig werden? Weil bisher habe ich ja, wie gesagt, ansonsten nur Luftfilter, Scheibenwischer, glaube ich, und Wischwasser ersetzt, sonst nichts gehabt. Ja. Richtig. Ich denke auch, wenn wir jetzt einen Verbrenner hätten mit 400 PS, müssen wir einfach so sagen, oder? Hätten wir wahrscheinlich schon ganz andere Unterhaltskosten gehabt, wie jetzt aktuell mit dem Model 3. Und 5 Jahre, 140.000 Kilometer ist einfach auch was da. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Auto kennen, was das macht, ohne überhaupt, dass man was ersetzen muss. Ja, das ist halt mein Beruf, der mich viel rumbringt. Genau. Dann bedanke ich mich erstmal für den Check-up. Ich hoffe, das war für euch aufschlussreich und interessant. Wenn ja, gebt mir unbedingt ein Like und abonniert diesen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr mir nächstes Mal wieder zuschaut. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.